Fahrrad. Stich. Elektrische Heckklappe. Stich. Garantie. 5 Jahre. Haha, Forester. Der neue Subaru Forester. Wie jeder Subaru mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Zuverlässigkeit, die Spaß macht. Subaru. Zum Saisonauftakt in der 3. Liga steht für den SVK die Partie beim SVW in Wiesbaden. Im Sommer gab es bei den Kickers nur wenige Veränderungen. Die Stammelf blieb erhalten. Neu dazu kamen Corbinian Müller, Hendrik Starostschik und Besar Halimi. Von Reisen in die Wiesbadener Brita Arena haben die Blauen eher schlechte Erfahrungen. In der letzten Saison verlor man hier am 2. Spieltag mit 4:0. Damals hieß der Cheftrainer aber noch nicht Horst Steffen. Rund 2500 Zuschauer haben sich in der Arena eingefunden. Zahlreiche Fans aus Stuttgart sind ebenso mit in die hessische Landeshauptstadt gereist. Nach 7 Minuten dann einen Eckball für die Gäste aus Degerloch. Den bringt Neuzugang Halimi herein und Nick Fennel zieht direkt ab. Was für eine Kiste! Besser hätte die Saison für die Kickers nicht starten können. Der in den USA geborene Innenverteidiger sorgt mit einer Wahnsinns-Direktabnahme für die frühe Führung der Blauen. In der 17. Minute wieder eine Ecke für die Kickers. Diesmal bringt Enzo Marchese den Ball ins Zentrum. Soriano verlängert und Gerrit Müller haut über die Kugel. Starke erste 45 Minuten der Blauen und kurz vor dem Pausenpfiff noch einmal eine Möglichkeit. Marchese führt die Ecke kurz aus, der Ball kommt zu ihm zurück. Da ist Badian mit dem Kopf, doch der Treffer hätte sowieso nicht gezielt. Angreifer Lagi Badian stand im Abseits. Damit war die erste Halbzeit auch schon wieder vorüber. Die Stuttgarter Kickers führen mit 1:0 in Wiesbaden. Nach der Pause gleich die Riesenchance, um die Führung auszubauen. Müller kriegt den Ball nicht in die Mitte. Badian stochert ihn durch, da ist Sandrino Braun. Dem sonst so abgeklärten Braun gelingt es jedoch nicht, den Ball aus 6 Metern im Tor unterzubringen. Was für eine Gelegenheit. In der 50. Spielminute ein Freistoß aus gefährlicher Position für die Hausherren. Nils Ole Boog flankt, Jenike kopft Richtung Tor und der Ball zappelt im Netz. Nick Fennel ist der Unglücksrabe. Er war zuletzt noch dran, deshalb ein Eigentor. Nun der SVW mit Schwung im Angriff. Boog spielt ab auf Wungudika. Der Versuch des Torjägers geht knapp am Tor vorbei. Es bleibt vorerst beim 1:1 unentschieden. 7 Minuten später die nächste Möglichkeit für die Wiesbadener. Alexander Riemann tritt den Freistoß. Er versucht's direkt und Tor für den SVW in Wiesbaden. Ausgerechnet Riemann, werden die Kickerfans sagen. Der 22-Jährige kam im Sommer vom VfB 2 nach Hessen. 5 Minuten nur noch auf der Uhr, die vielleicht letzte große Chance für den SVK. Marchese führt aus, Gerangel im 16er und der Ball landet im Tor. Der späte Ausgleich für die Kickers. Aber denkst du, Schiri Bandurski verwehrte dem Treffer die Anerkennung, er habe ein Foul von Soriano an Keeper Kohlke gesehen. Dafür erntete er heftige Proteste der Kickers-Akteure. Somit endete die Partie des ersten Spieltags der Saison 2014-15 mit 2:1 für Wien Wiesbaden. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen muss somit etwas unglücklich ohne Punkte die Heimreise antreten. Am nächsten Wochenende steht für die Kickers das erste Heimspiel auf dem Plan. Dann geht es gegen Jahn Regensburg. Allrad. Stich. Elektrische Heckklappe. Stich. Garantie. 5 Jahre. Haha, Forester. Der neue Subaru Forester. Wie jeder Subaru mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Zuverlässigkeit, die Spaß macht. Subaru.